Das ist ja vollkommen ein Schwachsinn, sowas. Das Wiener Schnitzel ist aus Mailand, das Gulasch ist aus Ungarn, der Kaffee und die Kipferl sind aus der Türkei. Was ist schlecht daran? Schmeckt nicht. Herr Majestät. Frage, wir verstehen es einfach nicht. Eure wir verstehen nicht, wo dieser Hass herkommt. Hat er vielleicht in einem All-Inclusive-Club einmal kein Schnitzel mehr gekriegt? Eure Majestät, ich bin ein herzlicher Mensch und ich hasse nicht, aber wenn ich einmal den serbischen Gruß mache und Pomage Bock sage, dann verurteilen Sie mich gleich wegen meiner drei Finger. Ich bin ja multikulturell. Nein, nein, wenn die drei Finger verurteilen Sie niemand, Strache. Nur das, was Sie damit meinen, das ist was. Das ist der serbische Gruß, das kennen Sie aus den Kronländern. Spricht er auch Serbisch? Ein paar Sätze kann ich, ja. Ja, wie zum Beispiel? Na, Kosovo je sritze sribje, zum Beispiel. Da gibt's ein paar Leute, die sind da ganz anderer Meinung. Ja, da haben Sie recht. Was mischt er sich da überhaupt ein? Na ja, dort, wo es um Ungerechtigkeiten geht, da bin ich ja für alle Völker dieser Erde einer da, der sich auch bei Ungerechtigkeiten zu Wort meldet. Und der Kosovo ist das Herz Serbiens. Es ist einfach alle Völker dieser Erde. Sie sind kein Bürgermeisterkandidat, Sie sind Größe wahnsinnig. Aber wer also, ist da nicht dahinter? Völkerrecht gilt für alle Völker, Eure Majestät, und ihr habt größten Respekt vor allen Völkern. Natürlich, wir auch, solange sie sich unterwerfen. Nein.